Guten Tag und willkommen zurück zu Bowser's Fury. Bowser ist jetzt richtig am Ausrasten. Der hat komplett seinen Verstand verloren. Beziehungsweise viel Verstand war er ja sowieso nicht mehr übrig, nachdem er, keine Ahnung, so mutiert ist und zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Auf jeden Fall ist er nicht mehr wirklich Bowser. Er rastet jedenfalls komplett aus und wir können ihn nicht mehr durch die Katzeninsignien beschwichtigen. Und ich denke, wir müssen jetzt entweder den Fight betreten, bis wir Bowser loswerden, oder wir werden Bowser jetzt wirklich gar nicht mehr los. Wäre auch interessant zu wissen, was hier los ist. In diesen Dingen. Ob man das wegmachen kann. Ich hoffe es zumindest. Bowser, hallo. Ah ja, toll. Dann ist da nur eine Münze drin. Ja, okay. Wie auch immer. Dann gehen wir halt weiter. Und schauen nach, wo die nächsten Sterneninsignien, Katzeninsignien sind. Beziehungsweise, ich müsste vielleicht auch mal schauen. Oh. Da können wir nicht her. Aber nein! Nein, da oben auf der Mauer ist halt noch was. Also, da ist so eine Katzeninsignie. Und die wollte ich mir jetzt eigentlich holen. Aber ich hab's verkackt. Aber hier unten ist eine! Die hat... Ja, ich wollte es gerade sagen... Da wurden anscheinend glücklicherweise die Blöcke zerstört. Und da ist ein Katzeninsignienstück. Ist das sogar das letzte, was uns fehlt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal gerne noch das Stück holen. Aber es geht nicht, ne? Naja, da kommt man nicht wirklich dran. Ich würde einfach von oben versuchen dran zu kommen, anstatt... nicht klein. Ja, ich bin klein. Das heißt, ich gönne mir mal einen Power-Up. Und gehe hier ganz schnell in die Röhre rein. Okay, und den Plessy-Run haben wir auch noch nicht gemacht. Den werde ich auf jeden Fall machen, während Bowser's Fury aktiviert ist. Auch wenn wir jetzt Bowser zurückdrängen können sollten durch einen Fight, werde ich trotzdem warten, bis Bowser's Fury wieder aktiviert ist. Weil ich glaube, es ist mal ganz... spannend, sowas auch mal in Bowser's Fury zu machen. Aber ich glaube, wir haben das sogar schon mal in Bowser's Fury gemacht. Und das war eigentlich schon ganz geil. Moment mal, wo ist denn jetzt das Katzeninsignienstück? Warte mal, kann ich die Dinger zerstören? Ja, die kann ich zerstören. Okay, das ist schon mal ganz gut. Schon mal ganz nice. Und das ist tatsächlich das letzte Ding, was uns fehlt. Aus gutem Grund. Hier oben kann man nämlich reinspringen. Alles klar. Oh, und ich merke gerade, ich habe hier irgendeinen Soundfehler. Das heißt, ich werde einen ganz kurzen Cut machen. Sorry, Leute. Aber
Ich will nicht, dass sich der Soundfehler durch das ganze Video zieht. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Sorry nochmal dafür. Aber wie gesagt, ich habe da echt gar keinen Bock drauf, dass hier irgendwas rumspackt. Hinterher kann man sich das Video gar nicht geben. Das wäre echt ein bisschen schade. Oder wenn ich da irgendwie rumdoktern müsste an der an den Audioeinstellungen. Das wäre auch nicht ganz so geil. Da starte ich lieber nochmal die Aufnahme neu. Und dann ist alles gut. Und jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich überhaupt noch machen wollte. Ach ja, auf die Mauer. Ich wollte auf die Mauer. Kann ich da überhaupt jetzt noch hin? Oh, Bowser, du Arsch! Komm schon. Okay, ich bin untergetaucht. Das war echt ein guter Move. Kann ich vielleicht. Ah, Moment. Hier Tanuki Mario. Oh, ja. Anscheinend nicht. Oh, Moment! Die Katzenglocke ist aktiv. Ja. Wurde mir das angezeigt? Das wurde mir bestimmt angezeigt, aber ich hab's komplett verpennt. Aber bevor wir es machen, wie gesagt, erst den Plessy-Run. Da habe ich Bock. Also, let's go. Okay. Das erstreckt sich fast über die gesamte Map. Das wird interessant. Vor allem stellt sich Bowser uns jetzt komplett in den Weg. Gegen die Zeit schwimmend zu Insignia. Was ist das für ein trashiger Name? Naja, was auch immer. Gehen wir mal lieber zur Insel zurück. Und fighten wir gegen Bowser. Moment, hier ist noch ein Plessy-Run. Geht er durch die Höhle? Ist doch eine Höhle, oder? Ja, doch. Anscheinend. Tauchen. Ja gut, das werde ich jetzt benötigen. Okay. Ja, interessantes Konzept auf jeden Fall. Flotte Tauchmanöver. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Oh. Alles klar, okay. Dem sind wir ganz geschickt ausgewichen. Jetzt würde ich gerne wissen. Okay, da drüben ist auf jeden Fall eine Katzenglocke. Ich weiß nicht, ob das die ist, die wir eben gesehen haben. Nein. Nein, das ist die nicht. Nehmen wir die da oben. Ja. Ich will schon hier im neuen Gebiet fighten, sonst ist irgendwie lame. Also, beeilen wir uns. Ödland Gigaglocke. Und wir sind Giga Katzen Mario. Ein weiteres Mal. Der Regen sieht auch so ein bisschen nach Ascheregen aus. Ich weiß nicht, ob das wegen Bowser's Fury ist. Oder ob das von einem Ödland kommt, was ja diesen vulkanischen Touch hat. Aber ich glaube, es kommt wegen einem Ödland, weil hier sieht es dann wieder aus wie ganz normaler Regen. Alles klar, Bowser. Wir haben dich schon richtig gut weggeböllert. Heißt wir. Oh mein Gott. Ah, jetzt rastet der richtig aus.
Ich merke schon. Holy shit. Boah, ey. Der Junge ist ja richtig aktiv. Und ich renn mal vor ihm weg. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man hier so viele Katzenglocken bekommt. Aber ich denke, ich werde mir die Katzenglocke erst nehmen, wenn ich klein bin. Ich glaube, das ist sinnvoller. Vor allem, wenn der Fight hier so krank ist. Ich komme kaum mit der Kamera hinterher. Aua. Okay, okay, okay. Wir haben ihm das nächste Leben abgezogen, aber jetzt wird's eng. Wenn er jetzt irgendwelche Faxen macht, dann ist es vorbei. Okay, aber ich habe die Katzenglocke. Oh, was? Das kann ich auch machen? Okay. Kann ich das nur als... Nein, das kann ich nicht nur als Katzen-Mario. Holy shit. Oh, scheiße. Okay. Ein weiteres Mal wird's eng, aber ich habe wieder die rettende Katzenglocke erreicht. Also mittlerweile werden die Fights echt krank. Das ist aber auch gut so. Weil so ist man immer unter Druck. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich vermisst habe hier in Bowser's Fury. Ich dachte mir halt so, das ist einfach ein bisschen zu leicht alles. Oh mein Gott. Aber es wird härter und härter. Es wird richtig krank. Okay, wir sollten da drüben hin. Und auch das Taktische, dass man die Position wechseln muss, habe ich bisher auch vermisst. Okay. Holy shit, das ist krank gerade. Vor allem, weil Mario immer so ein bisschen stoppen muss, wenn er landet. Aber wir haben Bowser. Oh mein Gott. Hm? Haben wir ihn befreit? War's das? Oder gibt es noch einen richtig finalen Fight gegen Bowser, der dann richtig heftig wird? Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht gegen den normalen Giga-Bowser. Traditioneller Fight. Er wird jetzt nicht zu Katzen-Bowser. Und nimmt er uns die einfach weg. Komm, ey. Ich will, dass er zu Löwen-Bowser wird. Es war Löwen-Bowser, oder? Okay. Okay, Plessy steht hier schon bereit. Das wird anscheinend ein Plessy-Fight. Das hat sich gereimt, aber es war unabsichtlich. Alles klar. Interessant, interessant. Auf jeden Fall ein nices Konzept. Und feier ich. Aber extrem. Ah, das wird hier ein bisschen. Das war echt Shit von mir. Da war ich echt Trash gerade. Aber naja, Fehler sollen auch mal erlaubt sein, oder? Ich meine, wenn ich hier die ganze Zeit alles richtig machen würde,
das wäre ja auch eigentlich ziemlich lame. Und wir haben ihn einmal getroffen. Ich schätze mal, er hat wieder 3 Leben. So wie in fast jedem Spiel. Also jetzt nicht unbedingt auf Mario Games bezogen, aber ist halt in ziemlich vielen Spielen so. Und da bin ich jetzt der Meinung, da habe ich relativ gut gespielt. Und wurde trotzdem getroffen, aber da wurde genau dasselbe nochmal versucht. Und ich konnte tatsächlich ausweichen. Holy shit. Okay, das Spiel pausiert tatsächlich. Das finde ich lame. Sorry, aber das finde ich nicht ganz so gut. Ich finde, man sollte da weiter unter Druck gesetzt werden. Solange man da die Items auswählt. Okay, da konnte ich jetzt auch wieder ausweichen. Ich glaube, man sollte das auch so oft wie möglich machen. Das normale Ausweichen. Mit den... Oh Gott. Einfach nur mit der Bewegung und nicht mit dem Untertauchen. Das Untertauchen sollte man nur benutzen, wenn man wirklich nicht anders kann. What the fuck? Ey, was geht denn jetzt ab? Ja. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Ein richtig dicker. Und dafür gibt es auch ein dickes Feuerwerk. Mit einer Katzensonne. Cool. Wie Bowser mit dem Kopf in den Sand reingeböllert wird. Was ist das für eine komische Sandtextur da hinten? Nintendo, alles gut bei euch? Oder ist das Gras? Ne, es ist Gras, ne? Okay, ich dachte gerade schon. Wie Mario chillig da steht. Und Bowser Jr. versucht, Bowser zurückzuhalten. Ja. Ja. Genau das denke ich mir nämlich auch, Mario. Ah, guck mal. Du kannst doch ein bisschen mit den Katzen kuscheln. Ja, kriegen die... No. Okay. Kriegen die... Ach so! Das war kein Gras und auch kein Sand. Das war das Fell von Plessy. Na, alles klar. Kriegen die Katzen jetzt noch eine nähere Bedeutung? Im Spiel? Ich meine... Ich fand die auch so schon cool. Einfach kosmetisch in der Welt, dass die herumgerannt sind, dass die vor allem auf die Anzüge von Mario reagiert haben. Also dass sie dann eben von ihm weggerannt sind, als er normale Anzüge wie einen Bumerang-Anzug hatte oder einen Feuer-Mario-Anzug. Und dass sie eben mit ihm gekuschelt haben, wenn er einen Katzenanzug hatte. Das fand ich ziemlich cool, war ein cooles Detail. Und die haben mich auch so ein bisschen an die Feen erinnert aus Super Mario 3D World. War cool. War ein cooles Game. War auch ein nices Konzept, dass man quasi mit Bowser Jr. zusammengearbeitet hat, anstatt gegen ihn. Ja, genau du bist gemeint, mein Freund. Und diese
Gimmicks mit Bowser Jr. fand ich sogar ganz geil, aber ich finde, man hätte tatsächlich eine Option einbauen sollen, dass man ihn komplett ausstellen kann. Und was ist das? Sind das... Das sind von Nintendo gemalte, ne? Sieht halt sehr stark aus. Wie... Naja, Zeichnungen von Kindern halt. Aber ich glaube... Dass Kinder... Nicht so gut... Zeichnen können, weil... Ich finde das tatsächlich echt gut gemalt. Einfach weil es seinen eigenen Stil hat. Und man schon sehen würde, wenn das wirklich von Kindern gemalt worden wäre. Es hat eben diesen klassischen Bowser Jr. Stil. Und jetzt wollen wir mal schauen, was es hier noch zu tun gibt. Ich habe hier 3 Glitzersterne, aber man hat eben gesehen, 52 von 100 Katzeninsignien und die werden wir auch noch alle sammeln. Ja. Hier ist das Land, was wir erkunden können. Nochmal schön in Kamerafahrten demonstriert. Da am Anfang habe ich aber was gesehen. Ihr auch? Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu verbringen. Aber dann ist er so riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzeninsignien versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurück... Ich kann kein Deutsch mehr heute. Und Papa zurückverwandeln. Oh. Nintendo. Why? Ich habe im letzten Part, glaube ich, war das gesagt. Die Katzeninsignien... Ach so, nee, Katzeninsignien waren das jetzt, ne? Und nicht Katzeninsignien-Stücke. Boah, ich dachte schon, das wären Katzeninsignien-Stücke. Dass jetzt richtig viele gespawnt werden und dass man die dann alle sammeln muss. Aber nein, alles gut. Weil ich habe, glaube ich, im letzten Part gesagt, die sind nicht so geil für Let's Plays zu sammeln. Wie dem auch sei. Hör mal, Mario. Der Kleine hat noch was zu sagen. Weil du mir hilfst, will ich dasselbe für dich tun. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte darauf und drücke A. Ich kann uns dann durch Warpen direkt dorthin bringen. Das ist cool. Das finde ich nice. Und das hier ist jetzt der Anfangsbereich, ne? Also ganz am Anfang. Ja. Nice, dass es hier noch was zu tun gibt. Und nice, dass es auch so ein bisschen nochmal erklärt wird, warum Bowser schon wieder in dieser Form ist. Und nicht, dass es einfach gesagt wird, ja, das davor ist nie passiert, du hast ihn nie besiegt. Und... Jetzt ist da einfach wieder ein Bowser in dieser komischen Gestalt. Und hier ist Toadette. Was willst du, Toadette? Du suchst deine Freunde? Na gut. Was Toadette von uns genau möchte und was es mit den ganzen Stellen auf der Karte auf sich hat, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.